9, herzlich willkommen zu einer Folge LS22 Ehrengrad. Joa, nach einer Pause, nach einer Woche Pause, so circa, hab ich mal wieder Zeit gefunden, hier aufzunehmen. Und, wie das letzte Mal auch schon, hängt der Steinesammler irgendwo fest. Es ist nur die Frage, wo war denn der jetzt schon, wo noch nicht? Er hat Himmel was stehen gelassen, aber das ist egal. Ich glaube, dann weiß ich wo. Zwar einmal hier rüber. Und dann dahin, oder? Nur die Frage. Checkt er nicht. Obwohl er da auf der Spur ist. Es ist doch jedes Mal wieder so kotzt. Ich habe es nicht vermisst. Hier. Direkt vor dir. Wieso wechselst du? Warum machst du denn weiter? Ich glaube, das braucht noch ein paar Minuten, bis der wieder den Weg gefunden hat, oder? Sonst sammel ich gleich selber. Gut. Danke. Hat keinen Sinn. So, der steht jetzt da. Und der war drauf, dass er fertig ist, von daher mache ich es einfach selber. Ich habe zwar kein GPS und so, weil das tausendmal einfacher wäre. Gucken wir mal die Spur kriegen. Bitte einmal senken und anmachen. Kriegen wir das jetzt. Gut. So, also. Diese Woche kam jetzt nichts. Gar nichts. Nada. Niente. Weil ich einfach letzte Woche keine Zeit hatte, was aufzunehmen. Ist einfach so. Wir waren abends beim Fußball. Da muss man auch schon etwas früher fort. Sagen wir so um 5 Uhr rum oder so. Da bin ich halt erst um 10 aufgestanden irgendwann. Dann musste ich noch draußen gerade irgendwas gucken und Kram und machen. Dann was essen und das und das. Und dann war halt der Tag wieder rum. Ja. Da dann Samstag ja, Fußball war, ist dann Sonntag, das habe ich dann den halben Tag gepennt. Aber ziemlich spät das Heim kam und dann war da einfach null Ding, da noch irgendwas zu machen. Ja. Und unter der Woche ist ja bei mir sowieso so eine Sache. Da ich erst um 5 Uhr heimkomme und schaffe. Und bin ich dann meistens einfach nur so Glück kaputt, dass ich doch nichts hinkrieg mehr. Da würde ich einfach nur hier rauskommen, was dann auch nichts bringt. Also ich hätte da null Bock, da wäre null Lust, da wäre Lustlosigkeit wie sonst was dabei. Und da hätte ich gar keinen Bock drauf. Gut, und jetzt am Dienstag hatte man noch, also ich mit Lukas zusammen und seinem Vater draußen bei uns im Garten einen Baum weggemacht, ein paar Äste abgeschnitten, so die vor einigen Wochen durch heftigen Schneefall abgebrochen sind. Die haben wir weggemacht. Liegen jetzt da rum, müssen wir dann nächste Woche dann wegbringen. Ja. Das war's sonst schon eigentlich. Rob Elleron würde nächste Woche vielleicht mal wieder kommen. Ich weiß nicht, wie der Lukas so Zeit hat. Weil der jetzt demnächst auch immer Prüfung hat und Kram. Also, muss mal gucken. Mein Gott, abwarten. Genauso kommt jetzt in den nächsten Wochen, müsste jetzt die auf Batman nicht rauskommen. Die ist jetzt schon in der Beta-Phase. Ich glaube, wo die Supporter von der Seite, die jetzt glaube ich schon alle setzen können, ich weiß nicht genau, aber die müsste demnächst jetzt rauskommen. Und da ist mein Plan jetzt wahrscheinlich, dass ich die auch parallel zu Ehrengrad starten werde. Und wenn der Lukas halt mal Zeit hat oder so, kommt er mal dazu. Wenn er keine Zeit hat, spielt er dann einen weiter. Fertig. Nochmal Bellaron-Ding wird trotzdem weiterlaufen, nochmal. Hoffe ich, war das. Und werde so hinkriegen. Abwarten. So, dass die auf Webman halt so ein Projekt ist, mal so, mal so. Also mal Singleplayer, mal
Multiplayer. Wie der Gustav halt Zeit hat. Gut, Ehrengrab wird es auch noch weiterlaufen. Wird dann wahrscheinlich weniger kommen. Videosmäßig. Aber so, dass man vielleicht noch ein bisschen was hinkriegen bis zum Herbst, wenn dann das Add-on kommt. Wo ich auch noch sehr gespannt bin, was genau da kommen wird. Auf jeden Fall eine neue Map ist ja klar eigentlich. Also, nur was sonst noch weiterkommt oder was für ein Thema die haben will. Keine Ahnung. Genauso gespannt bin ich ja noch, was jetzt demnächst für ein DLC kommen wird, weil wir haben jetzt schon bald Sommer gefühlt. Also wir haben jetzt auf jeden Fall Frühling. Heißt, das Spotted DLC müsste langsam angekündigt werden. Ja, und mit dem Text, this will drive you crazy, bin ich immer noch sehr gespannt, was da kommt. Aber bis jetzt hat man noch kein Nebenzeichen. Das Einzige, was man mitgekriegt hat, ist, dass am Freitag zwei neue Factsheets kamen. Zwar von der Marke AGI, also AGI, keine Ahnung, wo in den nächsten Wochen jetzt ein kostenloses DLC kommen wird. Wo man den Support Hub einfach runterladen kann, für alle Plattformen und so. Ist ein Hersteller von so Förderschnecken und Silos und Kram. Beziehungsweise im Text steht auch Weiterverarbeitung und das und so. Also gucken, ob da jetzt einfach nur so Schnecken kommen, wie ich es gleich zeigen werde, und Silos. Ob dort vielleicht noch was anderes kommt. Oder vielleicht, keine Ahnung, Kreide drucken man kann vielleicht. Ich weiß es nicht. Glaube ich weniger, als ich dachte. Man weiß es nicht. Sollen nächste Woche noch mal ein paar Factsheets kommen. Und dann sieht man ja, was da noch so kommt. Zumindest fangen wir uns erst mal beim ersten Factsheet an. Und da ist drauf, als erstes, der AGI Badco, also von der Firma AGI Badco, der BCX hoch 3, 1549. Ist eine Förderschnecke. Kostet 19.500 Euro. Eine Anschaffung hat 32 PS. Muss ich kurz gucken, dass ich wende hier. So. Braucht 45 Liter Diesel. Ist sage und schreibe 5 km/h schnell. Wow. Und wie 1,7 Tonnen. Ist halt so eine Förderschnecke. Eine bekannte, wie so ein zweites Spiel drin sind, denke ich mal. Das wird nichts großartig anders sein. Die Größe ist. Ja, die könnte so ein Mittelding sein, vielleicht. Ich weiß es nicht genau. So sieht es zumindest aus. Und auf diesem Feld steht jetzt noch drauf ein Silo. Und zwar von AGI West Steel. Er heißt Smooth Wall Bin. Interessanter Name. Kostet 18.000 Euro in der Anschaffung und fast 76.000 Liter. Ist so ein kleineres Silo, würde ich sagen. Aber vom preislichen her vollkommen okay. Also 18.000. Für 80.000 Liter Fassungsvolumen. Fast. Ist voll. Ist völlig okay. Kann man komplett mitleben. Also. Habe ich jetzt nichts auszusetzen. Ja, unseren zweiten Factsheet kommen auch gleich. Nachdem ich diese Bahn gesammelt habe und geschlafen habe. Dann können wir da weiter schwitzen. Gut. Denn das hat das Ganze dunkel hier weiterzumachen. Aber es ist Oktober, das reicht noch genug. Zeit zum Ansehen und so. Von daher. Parke mal den da. Ich muss ihn noch einiges bauen. Ich hab kein Geld. Mein Gesicht schon wieder. Komm schon, fahr. Dankeschön. Gut, parken wir den da. Motor aus, Licht aus. Und ab ins Bett. Ey, aua. So. Bis um 8 Uhr, ja. Ist okay. Das ist vollkommen okay. Ah, so. Guten Morgen, guten Morgen. Ey, warte. Zack, zack. Genau, so. Tiere mal kurz gucken. Den geht's super. Dann haben wir die Karte. Gras an. Zuckerrüben sind immer noch im Wachstum. Scheiß.
Das Gras ist im Wachstum. Da haben wir noch mal Steine liegen. Es gedüngt alles. Okay, dann machen wir es mal so, dass ich gerade mal in den Wald rennen werde. Oder in dem Gebüsch. Ah, geh rein. Motor starten. Und dann einen Kuss brechen werde. Für ihn. Wieso gibt es denn keine Handbremse? Komm ich. Ah, man kann doch kurz aufnehmen mittlerweile. Ja, das war ja die Frage, die ich hatte. Helfer. Genau. Job erstellen. Feldarbeit. Genau. Dort am ersten Wegpunkt öffnet diese Kurs Generator. Ich denke mal, das könnte passen. Unsere Vorgewinde. Nochmal 3. Vorgewinde. Scharf. Im Uhrzeigersinn. Ja. Okay, generiere Feldkurs. Sieht wieder genauso bekloppt aus, aber das könnte diesmal klappen, vielleicht. Sache ist nur, dass ich schon gucken muss, dass ich die Steine außenrum einsammle. Bevor der angerast kommt. Aber kann man. Job starten. Sieht Gras an. Sieht nicht verkehrt aus. Lassen wir einfach mal schaffen. Und gucken, dass wir hier weitermachen. Komme ich da raus? Ja, doch, das sollte passen. Jo, oh Gott. Scheiß Steine da. Okay. Licht an, sehe ich nichts. Klappt das Ding aus. Und kommt zum zweiten Factsheet. Den wir dann noch haben. Na komm, mal verwenden. Und dann fahren wir da im Kreis. Das ist doch noch ein gutes Stück, was zusammen ist. Aller gut. Egal. Legen wir los. Gut, also wie gesagt, Factsheet. Und zwar haben wir da von Agi Westfield. Ich weiß nicht, warum es mehrere Namen-Dinger da gibt. Der STX hoch 2 1051. Also 10-51. Ist ein Auger. Ich weiß einfach genau, was der Unterschied zwischen Konveyor und Auger ist. Weil das sind beides auf Förderstellen. Weiß nicht, was er so aufsammeln kann. Seht man dann, was genau der Unterschied ist. Ich habe keine Ahnung. Kostet 18.500 Euro. Hat 38 PS. Fast 44 Liter Diesel. Fährt 5 km/h schnell. Und wiegt 1,05 Tonnen. Ja, ist halt eine Förderschnecke. Sieht mir das so aus. Normal wie die anderen. Warum der jetzt andere Namen hat auf Englisch da jetzt, ich weiß nicht genau, was es jetzt auf Deutsch heißt. Bin ich selbst einfach zu faul, jetzt mein Handy zu nehmen und zu googeln. Könnt ihr selber machen, wenn ihr wollt. Seht ihr eingeblendet. Wie das da so aussieht. Gut, dann haben wir noch von Agi Weststeel wieder. Den Hopper Bin. Das ist ein Silo. Kostet 24.000. Und fast 125.000 Liter. Ist eine Ansage, was ich fassen kann. So 124.000. Ist eine gute Menge, was es fasst. Geht ein bisschen was rein. Kostet nicht viel mehr als das andere Silo eigentlich. Also von daher, preislich sind die Dinger vollkommen okay. Ich weiß nicht, wie viel die Standard-Dinger jetzt kosten am Montag. Die da mit drin sind. Im Spiel. Müsste man mal nachgucken. Aber okay. Also preislich finde ich vollkommen okay. Muss ich schon sagen. Naja, bin ich mal gespannt. Was jetzt nächste Woche noch an Factsheets kommen werden dann. Und ja. Das war's für diese Woche. Ein Video,
Ich weiß, ist viel. Wow. Nächste Woche kommen dann aber wieder 3 Erden gerade. Und wäre schon was anderes. Also, danke fürs Zuschauen, dass es leid und euch gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge dann. Also, ciao.